So, ja, das ist also hier ein Video von dem, es geht um Basketball und man sieht schon, sind wieder allerhand Leute unterwegs, ja. Man weiß nicht, ob die Leute alle geimpft sind, das weiß man alles nicht, ja. Ich bin froh, dass ich geimpft bin, das ist auf jeden Fall viel wert. Hier, so sieht das dann aus in Deutschland, ja. Hast viel Polizei und alles Mögliche, ja. Achtzig Millionen Leute und trotzdem schlechtere Datentarife als die Schweiz. Ja, hier hat man dann die Architektur. Und den Wind gibt es gratis obendrauf. Ja, die Leute hier sind nicht alle so logisch denkend. Ja. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Leute hier ihr Gehirn nicht einschalten. Ja. Und das ist einfach, es fällt auf im Alltag, dass manche Leute eben halt sehr in ihrer Welt leben und das ist nicht so wie in der Schweiz. In der Schweiz geht man anders mit bestimmten Dingen um. Es ist gerade Wahl hier, die Leute wählen bald wieder und die Schweiz ist halt ein kleines Land und da gibt es bestimmte Probleme einfach nicht. Die Bundesrepublik Deutschland nun mal hat. So. So, hier ist jetzt heute ist es stürmisch und ich gehe jetzt hier Richtung Altstadt, weil ich mich da treffen wollte. So, und hier sind die jungen Leute, ja, die Corona gerne verbreiten. Ja, man muss sich nur die Karte anschauen und dann weiß man Bescheid, wer Corona hier verbreitet. Das sind nicht die Älteren, das sind die jungen Leute mit ihren scheiß Partyfeiern, deswegen sind die Fälle auch wieder hochgegangen in der Schweiz. Weil die das zu verantworten haben. Natürlich sehen die es nicht ein und Leichtsinn ist immer besser als nachzudenken. Ja, ich erinnere mich an die Krawalle in Zürich vor einem Monat, wo junge Leute sich mit der Polizei gekloppt haben. Ja, so. Und mehr muss man dazu auch gar nicht sagen. Es ist wirklich interessant, was junge Leute denken und was sie auch vor allem dann verharmlosen. Ich kann verstehen, dass die jungen Leute das nicht hören wollen. Wer will das schon? Wer will schon mit Corona noch konfrontiert werden nach anderthalb Jahren? Leider sprechen die Werte in der Schweiz eine ganz deutliche Sprache. Und leider Gottes ist das Ding noch nicht vorbei. Es ist gut, dass man geimpft ist, aber ich finde interessant, hier ist Maskenpflicht scheinbar nicht vorhanden.
Ja, die Leute gehen ohne Maske. Deswegen gehe ich mal davon aus, das ist normal. Ich zeige auch gerne meine Impfung. Das ist alles kein Problem. Digitaler Impfausweis habe ich alles dabei. Kioske gibt es hier. Oh, sieht man die, das Westkleid. Kiosk gibt es hier natürlich auch. Ach, shit. Muss ich so machen. Ja. So, und manche Leute sind echt unfreundlich. Gestern bin ich mit dem Bus gefahren hier in der Nähe von Hannover. Und da sagt der Busfahrer zu mir, das muss man sich mal vorstellen, ja, ich habe den Knopf gedrückt, ich wollte aussteigen, ja. Und dann sagt der Busfahrer nur, nee, das geht nicht, Sie können hier nicht aussteigen. Ich sage, ich habe aber das Knöpfli gedrückt. Ja, sagt der Busfahrer, es geht trotzdem nicht, was natürlich völliger Quatsch ist. Ja, wenn ich einen Knopf gedrückt habe, dann will ich aus dem Bus raus. In Zürich, Bern, Basel und durch in Deutschland. Fand ich echt unmöglich. Ja, dann habe ich den halt angebrüllt. Ist mir auch egal, dann hat er halt seinen Anschiss bekommen. Tja, Pech. In der Schweiz sind die Leute auch nicht anders. So, jetzt ist hier noch irgendwas mit Oxfam, irgendwelche Unternehmen in Deutschland, irgendwelche komischen. Also das ist jetzt hier die Altstadt, wo ich drauf zugehe. Ah, es gibt auch immer noch Leute, die sich testen lassen müssen. Ja, hier kann man sich testen lassen. Das ist für die Leute, die noch nicht geimpft sind, sicherlich sinnvoll. Ja, und hier geht es jetzt weiter. Ja, in Zimmer aufpassen in Deutschland natürlich, dass die niemand ans Tischli geht, weil das ist natürlich hier mit Taschendieben. So, heute ist Fußball, ja, spielen die Nationalmannschaft hier von dieser Stadt. Spielt heute. So. Ja, ich gehe jetzt aber mal hier rüber. So. Ja, da ist wieder ein Auto. Was diese Konstruktion hier soll, kann ich nicht beantworten. Ziel, also keine Ahnung, was das hier ist. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, was man hier letztendlich, ach, man merkt, in Deutschland ist Wahlkampf, ja, das merkt man hier ganz deutlich. So, das ist die Markthalle. Und das ist der Mensch, ja, die Bedienung. Man hat manchmal das Gefühl, dass manche Leute gar nicht arbeiten wollen. Ja, das gibt es natürlich auch. Ein paar Leute, die ein bisschen sich auffällig machen, weil heute ist Fußball. In Deutschland, ja, muss man ein bisschen aufpassen auf die Leute. Ja, manche sind ein bisschen komisch. Ein bisschen seltsam, ein bisschen kindisch.
Ah ja, was ist nicht, was soll's. Ist nicht mein Problem. Ist nicht mein Problem, ja. Ja, ist schon. So ist das in Deutschland.